Aua! Sie müssen pressen! Aua! Es ist ein Junge! Wir nennen ihn Max. Oh yeah, ich bin jetzt 6 Jahre alt. Das heißt, ich kann jetzt bald zur Schule gehen. Ich frag mal Mama und Papa, wann es soweit ist. Juhu! Schnell in die Küche gehen. Papa, ich bin jetzt 6 Jahre alt. Wann darf ich endlich zur Schule gehen? Ach Max, das haben Mama und ich dir doch schon erklärt. Du bist etwas ganz Besonderes und darum darfst du auch nicht zur Schule gehen. Aber Papa, was soll das denn heißen? Ach Max, ich denke, du bist nun alt genug, um unser großes Geheimnis zu erfahren. Bist du dir sicher, mein Schatz? Ja, ich denke, die Zeit ist reif. Warum redet ihr da auf einmal so komisch? Was ist los? Max, dein Papa und ich gehören zum Geheimmagierbund von Brookhaven. Wir sind Zauberer und leben schon seit 100 Jahren. Zauberer wie wir gibt es auf der ganzen Welt. Dein Papa und ich sind für Brookhaven verantwortlich und du wirst irgendwann mal unseren Platz einnehmen. Wie du vielleicht gemerkt hast, weißt du schon ganz viel. Du musst gar nicht mehr zur Schule gehen, weil du schon alles kannst. Wir müssen dich jetzt in der Zauberkunst unterrichten, damit du ein würdiger Nachfahre wirst und Brookhaven genauso sicherst wie deine Mama und ich es tun. Moment mal, ihr wollt mich doch reinlegen, oder? Nein, Max, ich beweise es dir. Hokus pokus fidibus. Licht aus. Wow, ganz toll, Papa. Du hast das Licht ausgemacht. Das kann ich auch machen, wenn ich den Sprachassistenten benutze. Das beweist mir noch gar nichts. Okay, Max, ich werde dir beweisen, dass wir Zauberer sind. Pass ganz genau auf. Hokus pokus fidibus, Haus weg. Was? Haus wieder da. Haus weg. Haus wieder da. Hast du gerade das Haus verschwinden lassen? Ja, mein Sohn, wir sind Großmeister in der Zauberkunst und werden ab sofort deine Lehrer sein. Wir haben uns heute Nacht hier versammelt, um die Zauberausbildung von magischen Max zu beenden. Wir werden nun mit dem Ritual beginnen. Aber Mama und Papa, das bedeutet, ihr werdet sterben. Max, wir leben seit über 100 Jahren. Als wir uns entschieden haben, ein Kind zu bekommen, war uns bewusst, dass es ein Zauberer oder eine Zauberin wird und dass wir nach dem Abschluss der Zauberausbildung sterben würden. Max, auf der Welt ist nicht genügend Platz für so viele Zauberer. Du wirst unsere Energie am Ende des Rituals aufnehmen und somit den Fortbestand unserer alten Fähigkeiten sichern. Das ist eine große Ehre. Mama, Papa, ich hab euch ganz doll lieb. Ich will euch nicht verlieren. Max, du bist das Beste, was uns je passiert ist und wir sind dankbar, dass du so ein großartiger Sohn bist. Genau, Max. Wir lieben dich sehr und wir werden immer bei dir sein. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn ich älter bin. Ich denke, wir sollten nun mit dem Ritual fortfahren. Lorem ipsum dolor sit amit, consititur sadipsisin elitil. Setiam nonnum aermod tempor invidut ut labore et dolore. Du dolores et ita rebum. Nein, Mama! Papa, ihr seid fort. Nein. Mama, Papa, ich werde euch vermissen. Ich werde euch nicht enttäuschen und ein großartiger Zauberer werden. Ich werde jeden Tag lernen und immer über mich hinauswachsen. Ich werde euch stolz machen und ich werde Brookhaven vor dem Bösen beschützen, so wie ihr Brookhaven 100 Jahre lang vor dem Bösen beschützt habt. Ich hab euch lieb, Mama. Ich hab euch lieb, Papa. Ich werde euch vermissen. Ich werde der großartigste Zauberer von Brookhaven werden, denn ich bin der magische Max. Die Zeiten haben sich geändert. Ich kann dieses auffällige Gebäude hier nicht mehr stehen lassen. Wir Zauberer werden auf der ganzen Welt verfolgt, das Böse droht zu gewinnen. Es stachelt die ganze Welt auf und verbreitet Lügen. Wir Zauberer sind in Gefahr. Ich muss das Haus abreißen und mich verstecken, damit ich Brookhaven weiter beschützen kann. Hokus pokus! Fidibus, Haus weg. Das Haus ist weg, es hat geklappt.
Es ist sehr schade. Aber jetzt muss ich mich erstmal unter die Bevölkerung mischen, damit niemand einen Verdacht schöpft. Aber was kann ich am besten machen? Was ist der unauffälligste Beruf, den ich machen kann? Und mit welchem Beruf kann ich den meisten Leuten helfen? Ah, ich hab's. Ich hab eine sehr, sehr gute Idee. So, dann beginne ich mal meine Schicht im Krankenhaus. Ich bin ein Chirurg und niemand fällt auf, dass ich nur alle gesund zauber. So, der erste Patient wartet schon auf mich. Hallo, Herr Doktor. Ah, hallo. Was darf ich denn heute bei Ihnen operieren? Die anderen Ärzte haben gesagt, dass mir heute der Blinddarm entnommen wird. Ah, das hört sich easy an. Dann legen wir direkt mal los. Ich hol die Liege raus und dann geht's auch schon los. So, da fahre ich sie einfach mal in den OP-Raum und leg sie hier auf den Tisch. So, der Patient ist betäubt. Es wird Zeit für die Magie. Okay, ich muss mich konzentrieren. Guckt jemand? Nein, es guckt niemand. Guckt von hier jemand? Nein, niemand ist da. Niemand kann mich beobachten. Okay, alles klar. Ich lege los. Hokus pokus fidibus. Gesund. Haha, das war ja wieder richtig easy. Okay, auf zum nächsten. Den Patient oder die Patientin wieder zurück zum Zimmer bringen und dann geht's weiter. So, schnell hier hin. Und wenn sie aufwacht, dann ist sie wieder kerngesund. Juhu! Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Was muss ich bei Ihnen operieren? Ich bekomme eine Blinddarmentfernung. Wird es sehr wehtun? Nein, keine Angst, es ist fast wie Zauberei. Und jetzt springen Sie hier auf die Liege. Ich werde Sie in den OP bringen und dann werde ich Sie ratzfatz wieder gesund machen. So, ich hole einmal eben kurz die Spritze, dann betäube ich Sie und einmal die Spritze in den Po reingehauen und piks. So. Der Patient müsste jetzt betäubt sein und jetzt werde ich einmal gucken, ob die Luft rein ist, ob jemand guckt. Okay, von hier guckt niemand. Das heißt, es geht wieder ganz schnell los. Oh, Gott sei Dank weiß niemand, dass ich in Wahrheit gar kein richtiger Arzt bin. Okay, aber so geht es ja auch. Okay, okay. So, Max, konzentrier dich. Hokus pokus, fidibus, gesund. Das war ja wieder mal was Cooles. So, einmal den Patienten wieder auf die Liege legen und dann geht's auch schon wieder in die wohlverdiente Mittagspause. Ich habe schon 2 OPs hinter mir. Ich bin der beste Chirurg in ganz Burghäfen. Aber auch nur, weil ich die alle gesund habe. Okay, ich gehe mal eben zu meiner reizenden Kollegin und frage, ob sie mit mir Mittag machen möchte. Hey Julia, möchtest du mit mir Mittag machen? Ich bin schon wieder fertig. Wow, Max, du bist heute mal wieder richtig schnell fertig geworden. Ach, Julia, du weißt doch, ich bin ein richtig guter Chirurg. Ja, Max, das habe ich auch schon gehört. Bei dir wurde ja sogar jeder Patient wieder gesund, den du bisher hattest. Ja, da bin ich auch richtig stolz drauf. Wir haben uns heute hier versammelt, weil Max und Julia den heiligen Bund der Ehe eingehen möchten. Darum frage ich Sie, Max. Wollen Sie Julia zu Ihrer rechtmäßigen Frau nehmen, sie lieben und ehren? Bis ans Ende aller Tage, so antworten Sie mit, ja, ich will. Ja, ich will. Und nun frage ich Sie, Julia, wollen Sie Max zu Ihrem rechtmäßigen Mann nehmen, ihn lieben und ehren? Bis ans Ende aller Tage, so antworten Sie mit, ja, ich will. Ja, ich will. Dann erkläre ich euch hiermit zur Mann und Frau. Max, wollen wir jetzt endlich aus dem Wohnmobil ausziehen und uns ein Haus in Blocksburg kaufen? Wir wollen doch auch mal Kinder haben. Die sollen doch nicht in ein Wohnmobil aufwachsen. Julia, ich muss dir was erzählen. Ich muss mit dir reden. Ich bin nicht der Mann, für den du mich hältst. Ich habe dich angelogen. Ich gehöre zu einem geheimen Bund an Zauberern. Wir leben schon ewig in Brookhaven und ich muss hier bleiben. Da es meine Bestimmung ist. Das Wohnmobil dient nur zur Tarnung, da ich sonst im Berg wohnen müsste. Max, ist alles in Ordnung mit dir? Hast du einen Schlaganfall oder sowas? Du erzählst völligen Quatsch. Nein, ich schwöre, ich bin ein Großmagier und beschütze Brookhaven. Na, wenn das so ist, dann teleportier uns doch mal in den Berg, in den du schlafen müsstest, wenn du dieses Wohnmobil nicht hättest.
Okay, wie du willst. Hokus Pokus, Philibus, Teleport. Was? Ja. Du kannst wirklich zaubern? Oh mein Gott! Julia, es ist nicht das Einzige. Ich habe eine wichtige Information für dich und sie ist sehr traurig. Was denn? Ich bin immer für dich da. Wenn wir ein Kind bekommen, wird es auch ein Zauberer oder eine Zauberin und ich muss dieses Kind in Zauberkunst unterrichten, damit Brookhaven sicher bleibt. Das hört sich doch voll cool an. Hör erstmal weiter zu. Am Abschluss der Zauberausbildung steht ein heiliges Ritual. In diesem Ritual werde ich meine vollständige Energie und die gesamte Energie meiner Vorfahren auf das Kind übertragen und damit den Fortbestand unserer Zauberkräfte sichern. Leider werde ich in diesem Moment sterben. Was? Das kann doch nicht sein! Doch, so ist es. Es gibt keinen Weg darum herum. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich es mit eigenen Augen gesehen, als meine Eltern von mir gegangen sind. Heißt das, du willst keine Kinder? Doch, doch. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich Vater werden möchte. Auch wenn ich dabei sterben werde. Sie müssen pressen! Aua! Sie müssen pressen! Aua! Es ist ein Mädchen! Wie wollen Sie es nennen? Ich würde sagen, wir nennen es Bibi. Bibi ist der richtige Name für meinen kleinen Engel. Wow, Bibi ist ein richtig schöner Name. Es ist soweit, meine kleine Bibi. Bist du dir sicher, Papa? Willst du das Ritual wirklich durchführen? Ja, mein kleiner Engel. Ich habe Brookhaven viele Jahrzehnte vor dem Bösen beschützt, als Arzt viele Menschenleben gerettet und das Leben der Einwohner auf vielen anderen Arten und Weisen verbessert. Ich finde, nun ist es an der Zeit, die Verantwortung an die neue Generation zu übergeben. Papa, du wirst immer in meinem Herzen sein. Ich hab dich immer lieb. Ja, Bibi, ich werde immer bei dir sein und auf dich aufpassen. Und jetzt sage ich den heiligen Spruch. Lorem ipsum dolorsit amet, cosetetur, sadisiping illitir, sed diam nonium, irimot tempor individuut ut labore et dolore, du dolores et earibum. Nein, Papa, nein, du darfst nicht sterben. Warum ist die Welt so unfair? Papa, ich werde immer auf Brookhaven aufpassen. Ich verspreche es dir, ich werde eine große Zauberin und ich werde Brookhaven immer beschützen. Max, du warst ein großartiger Ehemann und ein noch viel großartiger Vater. Außerdem hast du die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und ich werde auch auf unsere kleine Bibi aufpassen und sie zu einer wunderbaren Frau großziehen.